willkommen zu einer speziellen FAQ-Folge von Wir probieren. Jetzt mit besserer Bildqualität, noch schlechteren Witzen, mehr Anschlussfehlern und Jump Cuts. Ja, warum machen wir das? Eigentlich aus dem einfachen Grund. Es sind meines Erachtens zwei Gründe. Ja, Nummer erstens, eins wäre, es ist einfach nicht natürlich. Also, die meisten Produkte sind aus der Dose. Und daraus trinkst du sie auch. Daraus trinkt man die. Zweitens ist es für die Geschmacksanalyse in keinster Weise relevant, sogar eher noch verfälschend, wenn man die Farbe des Produktes kennt. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, in den meisten Fällen sagen wir dann eh, wenn es irgendwas ganz fancy, ja, Besonderes, zum Beispiel Koks, dann haben wir das ja auch dann auch eingegossen. So ist es ja nicht. Aber in den meisten Ding Fällen orange ist oder ob das Ding ins Grün ist oder ob das jetzt Minzgrün ist, ist in, meisten, weg, who gives a damn ist in den meisten Fällen nämlich absolut unwichtig. Und bei Glasflaschen, wo es wirklich verkaufsrelevant ist, da haben sie es ja auch extra eine Glasflasche. Da sieht man es ja in der Glasflasche. Und selbst wenn, es ist eigentlich ja für den deutschen Verbraucher scheißegal, welche Farbe es hat. Weil entweder es hat eine appetitliche Farbe, also das normale Gelb, das normale Cola-Kackbraun, was man kennt. Und dann denkt der Verbraucher sich, kenne ich, nehme ich mit. Andersrum, was der Verbraucher nicht kennt, was total eklig und unappetitlich aussieht. Grün, blau, geht der Verkäufer hin und sagt, sieht aber komisch aus, das nehme ich mit. Das heißt, es ist völlig egal, er nimmt es so oder so mit. Deswegen, für uns ist Farbe nicht mehr so relevant. Anfangs haben wir gedacht, das wäre vielleicht noch interessant, aber inzwischen sind wir davon komplett weggegangen, wie man merkt. Genau, es ist hat sich für einfach für uns erledigt. Ansonsten, wer Dosen rausbringt, sollte auch davon ausgehen, dass die wenigsten die Farbe davon sehen werden. Deswegen, wie schon in Punkt 1 erwähnt, interessiert niemanden. Im Endeffekt nichts, was hilft, leider. Der Markt ist überspült mit den verschiedensten Kleinfirmen, die meinen, wir bringen irgendwas ganz fancy, tolles, ja, Neues raus. Im Prinzip, sagen wir mal so, wir haben geschmacklich natürlich überhaupt kein Problem mit Red Bull. Natürlich das Problem Red Bull ist, an sich. Das Problem ist die Überflüssigkeit dieser Produkte. Keiner braucht die. Weil das einzige Argument, was für diese Red Bull-Klone gilt, ist, ja, wir hauen es halt billiger raus. Das ist aber bei 100 verschiedenen Sorten dann irgendwann ausgelutscht. Was mir jetzt noch vor kurzem, als ich mal nochmal drüber nachgedacht habe, in den Sinn gekommen ist, ist, dass vielleicht, wenn du die billigsten Basisgeschmacksträger oder Basisstoffe für den Energy Drinks zusammenpackst, dass dann eventuell dieser Geschmack automatisch rauskommt. Also ich habe mir nur mal überlegt, dass wenn du diese Sachen nimmst, die auf jeden Fall rein müssen, damit du es als Energy Drink verkaufen darfst. Ja, Zucker, Koffein und die ganze Scheiße. Richtig, und dann keine großartig noch Geld zusätzlich ausgeben willst und noch irgendein Zusatzgeschmacksaroma reinpumpst, dass das dann immer im Endeffekt auf das hinausläuft. Das könnte ich mir vorstellen, weil die meisten von diesen kleinen Firmen haben kein großes Startkapital. Das ist also halten sie aber das so gering wie möglich. Nichtsdestotrotz ist das ist keine Daseinsberechtigung dafür. Ist es aber überflüssig, weil es ist eben letztendlich alles ein und dasselbe. Die sind zwar alle minimal unterschiedlich, aber das bewegt sich, also wenn das Geschmacksspektrum ist, Entschuldigung, dann bewegt sich das in dem kleinen Bereich. Das ist Unterschied Boxster, Boxster S und nicht Auto. Boxster S. Ja? Also in dem Unterschied bewegen wir uns und nicht in dem kompletten. Und deswegen finden wir Red Bull-Klone ziemlich unsinnig. Ja. Also und wir sind alle, eben, die also, denken, beziehungsweise, sie müssen was Neues rausbringen. Ja, und überlegt euch nochmal, ob ihr nochmal dasselbe rausklatscht. Es gibt ungefähr 1 Million, die jährlich nochmal das gleiche rausschauen. Und, was und ein Jahr später wieder weg sind. Genau, und was uns halt vor allem enttäuscht, es ergibt halt am Ende auch kein interessantes Video für uns. Weil am Ende, was habt ihr davon, wenn wir da die Dose aufmachen und sagen, ja, es schmeckt ungefähr wie Red Bull, bisschen säuerlicher. Nächste Folge. Ja, es schmeckt ungefähr wie Red Bull. Ja, es schmeckt ungefähr. Ja, for fuck's sake, das bringt's irgendwie gar nicht. Das bringt's nicht. Also aus dem Grund sind die anderen Sachen aus der expliziteren Kategorie raus. Deswegen finden wir Red Bull-Klone eben langweilig oder sinnlos. Macht für uns auch wenig Sinn, weil wir mehr auf den Geschmack eingehen und wenn man danach Punkte vergeben sollte. Und dann ein Produkt, was in die völlig eine Richtung geht und ein anderes Produkt, was in die völlig andere Richtung geht und die dann aus Gründen eine gleiche Punktzahl kriegen, denken die Zuschauer dann, ja, das muss ja irgendwo gleich gut sein oder vergleichbar sein. Ja. Aber in den meisten Fällen kann man es nicht vergleichen. Also für uns gibt eine Punktewertung keinen Vergleich her. Ja, er gibt ihn halt nicht wieder. Und genau. Das ist auch für mich das Hauptproblem. Erstens muss man ja irgendwie die Punkte rechtfertigen. Und was rechtfertigt jetzt einen Punkt mehr oder weniger und auf was geht man alles ein? Geht man
auf Design mit ein, nur Geschmack, Geruch und so weiter. Und am Ende, also am Ende hat er sich einen Haufen von Scheiße aus dem Arsch gezogen. Warte mal, pass auf. Wir gehen jetzt mal auch, davon aus, weil ich das auch bei anderen so gesehen habe. Man geht auf Design ein, Geruch, Geschmack und Preis. So, jetzt angenommen, wir haben einen, der in Design und Preis nur einen Punkt kriegt, sagen wir mal von 5, aber in Geschmack und Geruch alle 5. Jetzt haben wir einen, der hat in Design und Preis 5, weil er unglaublich billig und tolles Design hat, aber in Geschmack und Geruch nur ein. Die haben im Durchschnitt, also im arithmetischen Mittel, die gleiche Punktzahl. Sind aber nicht vergleichbar. Die sind aber nicht vergleichbar. Und deswegen haben wir uns ganz klar gegen ein Punktesystem entschieden, weil am Ende, das führt nur dazu, dass Leute entweder ans eine Ende der Punkteskala gucken oder ans andere Ende oder dann gucken, wo ist mein Lieblingsdrink und den finde ich aber viel besser. Und das ist uns einfach zu blöd. Richtig, weil wir vergleichen die untereinander, wir grenzen sie gegeneinander ab oder wir sagen, er geht in die Richtung oder in die andere Richtung, dass man weiß, okay, er müsste ungefähr so sein, man kann sich was darunter vorstellen und man kann sich vor allem dann vorstellen, ihn eventuell mal auszuprobieren. Das ist für uns ja eher, deswegen nehmen wir das Ganze auch, wir probieren für euch, um euch anzuregen und ob für euch da eventuell auch was dabei sein könnte, was euch gefällt. Genau. Deswegen sind wir hier oder so. Und weil wir es können. Natürlich, weil wir es können. Ja, lässt sich relativ schnell beantworten. Da. Überall her. Also es ist. Also bei mir ist es schon Money. Wenn ich irgendwo in die Stadt gehe oder in eine neue Stadt gehe, wo ich noch nicht war und ich. Window Shopping, whatever, ich gehe immer mit mindestens 2 T-Shirts nach Hause. Ja gut, du hast hauptsächlich auch, sagen wir mal, so Motiv-Shirts, Band-Shirts, Fun-Shirts. Genau. Ich habe eigentlich kein Plain-Shirt. Ich glaube, wenn ich meinen Schrank durchgucke, ich habe kein einziges, wo einfach nur weiß oder einfach nur schwarz ist. Habe ich nicht. Ja, und bei mir sind es halt hauptsächlich die dummen Sprüche-Shirts. Ja, ja, da habe ich auch zu und ein, zwei, aber ist nicht so meins. Da viele eben von Geditschte, teilweise von eigenen Designs, von zum Beispiel Spreadshirt und so weiter. Wir haben ja auch mittlerweile einen eigenen Spreadshirt-Shop, wo es eine oder andere Shirts. Design von uns gibt. Zum Beispiel auch das hier, richtig, was wir hier anhaben. Holt's euch, ist gut. Ja, wie gesagt, da findet ihr die Links und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Richtig. Also, wir haben schon 100 gefühlte Videos gedreht. Auf unserer Homepage gibt es eine wundervolle Übersicht mit allem, was wir schon probiert haben oder definitiv noch probieren werden. Es ist nicht sicher, ob davon immer ein Video rauskommt, aber was auf jeden Fall zu jedem Getränk, was wir besitzen, rauskommt, ist auf jeden Fall ein Text-Review. Das kommt immer. Wie gesagt, da nochmal der Link. Da findet ihr alles, wenn da was nicht ist. Schickt uns am besten zu. Ja, dann könnt ihr uns darauf aufmerksam machen, von wegen hier, da gibt's was, das könnte interessant sein. Dann schauen wir, ob wir das selber organisiert kriegen oder wie oder was. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, könnt ihr das auch natürlich gerne zuschicken. Wir sind für jede Spende dankbar. Weg! Weg! Thema erledigt. Braucht keine Sau! Also das ist für uns. Nein! Es ist einfach für uns die unnötigste Zutat, die man in den Energy Drink reinpacken kann. Weil jeder Drink, der es drin hatte, der uns gefallen hat, hat es in homöopathischer Dosis. Also lass es weg. Also ja, genau. Und uns gibt's nichts. Und sobald es mehr drin ist, gibt es eben eine pelzige Zunge. Und die meisten. Trockenen Hals, bösen Nachgeschmack. Nein, sagen wir so, die meisten merken das wirklich nicht, weil sagen wir achten natürlich auch drauf und wir sind natürlich darauf geeicht, das auch rauszuschmecken. Wenn man das natürlich einfach nur runtersäuft, schmeckt man das in den meisten Fällen nicht, dann merkt man vielleicht nur den leichten Bitter oder sowas. Bis zu 3 Stunden später ist der Hals immer noch trocken und aber voll es ist schon. Vor allem, was halt uns auch wieder stört, ist irgendein Depp. Ja, der Spaß, der da saß und seine Chemiebaukasten aus der Grundschule noch dafür benutzt. Ja, hat halt irgendwie den Trend dafür losgetreten und dann alle anderen. Guck mal, die haben wir auch alles drin! Das hauen wir auch rein, das ist so eklig, das gehört da rein. Nein! Weglassen. Thema erledigt, für uns zumindest. Ja, aber Spaß beiseite. Wir sind natürlich bevorzugte Rockstar-Trinker, wie wir schon gemerkt haben.
Aber trotzdem so der Ansicht, dass man es nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Ja, die gehen wirklich in zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Aber wenn man uns fragt, was unser Lieblingsdrink von den beiden ist, dann... Ist es ganz klar Rockstar. Was wir auch schon mal erwähnen wollten, ist natürlich, dass Monster natürlich faszinierend ist, weil ich es wirklich geschafft habe, keinen Basic Energy mit drin zu haben. Ja, aber ich würde sagen, gehen wir dann irgendwann auf jeden Fall noch drauf ein, aber wir sind Rockstar favorisierend, aber ist es für uns kein Grund gegeben, sich da irgendwie Monster ist Beste, nein, Rockstar ist Beste. Bullshit, okay, so shit. Also wem was schmeckt, der soll es kaufen. Was aber nicht schmeckt, der soll es auch kaufen. Wer es nicht schmeckt, soll es auch kaufen. Ja. Du zuerst? Ja, ja. Hauptsächlich Rock und Pop der 80er. Teilweise auch der 90er, aber hauptsächlich 80er, also so Michael Jackson und so ein Gedöns. Und was darüber hinausgeht, teils Metal, teils Trance, teils Techno. Eigentlich Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber das ist so die Musik. Mit Hip-Hop kann ich relativ wenig anfangen und mit Rap höre ich zwar ab und zu auch, aber wenn, dann eher auch wieder aus den 80ern, also keine neueren Sachen. Aber wie gesagt, hauptsächlich Pop und Rock der 80er und ja, Techno. That's about it. Ja, bei mir 80s natürlich auch gerne gesehen. Hauptsächlich sind bei mir meine Favoriten auch eher im Rockbereich: Flogging Molly, Foo Fighters, Queens of the Stone Age. Früher auch eine Wanderzeit gehabt, gut, wer hatte das nicht? Aber ich bin genauso unterwegs mit Techno, Minimal, Electro, House. Also auch da eher breit gefächert. Was bei mir noch ganz groß wäre, wären natürlich auch Film-Soundtracks. Aber ja. Das die man nicht als wirkliche Musikkategorie. Es ist eine eigene Kategorie für sich. Ja, aber es ist kein Genre. Es ist halt einfach Es ist kein Genre, aber es ist auch Musik. Also. Ja, ja, klar. Ja, Let's Plays werden gesehen. Also ich war eine ganze Weile durchs Minecraft-Zocken auch dabei, mir Gronkh reinzuziehen so ein bisschen. Verschiedenste andere Spiele, die ich mir nicht kaufen wollte, aber es ganz lustig oder unterhaltsam fand, mir das zwischendurch mal anzugucken, wie andere Deppen sich dabei anstellen. Selber drehen, also von mir, ich hätte schon mal Bock drauf, aber bisher komme ich einfach nicht dazu, weil es ist mit einem Heidenaufwand verbunden, musste noch nachbearbeitet werden. Und ist ja nicht so, dass wir hier schon einiges so nebenher machen würden. Ja. Wenn ihr jetzt hier drunter schreien würdet, mach das, tu das, ich zieh mir das rein bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, könnte ich mich dazu herablassen, das vielleicht zu tun. Bück dich dafür. Nein, aber Interesse wäre da. Wir finden es interessant, wir finden es lustig, hat auf jeden Fall eine Sparte in der Online-Welt verdient. Ich, wie sieht es bei dir aus? Ich kann damit relativ wenig anfangen. Also ich gucke die manchmal, aber auch wirklich nur als... Also ich interessiere es mehr für das Spiel als wirklich das Let's genau, Play ist. Ne? Mich interessiert es mehr für das Game als für das eigentliche Let's Play. Und also mich interessiert dann hauptsächlich, also was mich interessiert, so Spiele, die ich früher gespielt habe und so weiter. Ach, die gibt's, da gibt's Footage davon und so weiter. Das finde ich dann relativ interessant. Ich selber bin mehr ein Freund von Game Reviews, also Sachen wie Angry Video Game Nerd und so weiter. Gucke ich natürlich gerade auch The Spoony One, dessen Game Reviews finde ich einfach großartig. Der hatte zwar auch teilweise Let's Plays gemacht, allerdings Let's Play mit einer Kombination als Riff Track. Wer Riff Tracks kennt, sowas wie Mystery Science Theater. Das finde ich relativ interessant und unterhaltsam. Ich für meinen Teil gezwungenermaßen. Also sagen wir mal so, ich sammle eben für Wir probieren. Hab jetzt knapp über 300 Dosen, hab aber jetzt nicht das Bedürfnis unbedingt mehr, weil ich sammle schon genug anderes Zeug, was ich jetzt nicht, weil sie jetzt nicht unbedingt wenig Platz wegnimmt. Von daher. Von daher brauche ich das einfach nicht. Ich meine, ich sammle teilweise, wenn ich die Dosen schön finde, also Rockstar oder Monster oder so, oder einzelne kleinere Hersteller, wenn ich die Dosen schön finde, oder zum Beispiel von Pepsi, hier mit Michael Jackson drauf oder sowas, da hebe ich einzelne Dosen auf, aber so muss nicht sein. Ja, ich würde sagen, nein, das Zeug landet bei mir im Müll und wird weggebracht.
Wenn ihr noch weitere Fragen an uns haben solltet, haut das hier einfach unter unseren Comment oder unter andere Videos. Wir sammeln das immer fleißig und was sich so am meisten sammelt, kommt dann in die FAQ Part 2 einfach rein. Und ansonsten das Übliche, ne? Adios!